said I'm willing to ride for the shit. You know murder's my hobby. Inside of my closet's a bunch of dead bodies and shit. Niggas said it, I'm cursed, cause I go to church and stare at the Bible and shit. Shorty say I'm the worst, cause I do my dirt and I don't be hiding the shit. Bitch, I'm a savage, I spit at you bastards. I wonder what you gonna do to me, oh. I need to hear some more rapping. I'm just not impressed by your cash and your jewelry, oh. Friends, was geht ab? Willkommen zurück zu HoloX. Für mich ist es tatsächlich ein bisschen her von der letzten Aufnahme. Für euch natürlich nicht. Wahrscheinlich nur 2 Tage, wenn ich alles richtig geplant habe und die Videos dann haufenweise in eure Fresse kommen. Und ich ja noch gesagt habe, Ende letzten Jahres, was gefühlt nicht mal ein Monat her ist, dass ich Content in Maßen release. Aber das mache ich tatsächlich auch. Wir machen hier mal einen Tackle. Oh Gott, come on. Specky, you can do it. Aber ja, das mache ich ja tatsächlich auch, weil ich nehme nur... Oh, Specky! Specky mag Doppelteam genauso wenig wie ich. I like that. Aber ja, ich nehme wirklich nur in Maßen auf. Ich uploade aber dafür... Warte, ich habe gerade gar nicht geguckt, was wir gelernt haben. Oh mein fucking Gott. Ich bin so ein Pepega, Alter. Immer wenn ich Pokémon spiele und laber, mache ich irgendeinen Fehler, oder? Wir haben einen Ekler vergessen. Was haben wir? Zermürben. Er ist okay. Das ist noch verkraftbar. Mutidos. Mit Download. Okay. Gut. Warte mal. Haben wir hier ein Problem? Schlecker ist zwar effektiv, ist aber kein Stab. Könnte paralysieren. Ich mache ein Zermürben. Okay. Wie Schaden? Yo. Lichtschild. Okay, ich hatte umsonst Angst. Ich dachte, das kann irgendwie vielleicht schon Psychoschock oder so auf dem Level. Aber weshalb auch immer sind wir eh schneller und deleten das Teil einfach weg. Sehr schön. Gut, so, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Vor der ganzen Aufregung, sage ich ja mal jetzt. Deswegen rest in peace dafür. Genau, Content in Maßen. Ich nehme auch nur in Maßen auf. Dafür aber nehme ich schon 2 oder manchmal sogar 3 Wochen. Ich glaube, HoloX habe ich 3 Wochen vorher aufgenommen. So. Oder nee, 2 Wochen. 2 Wochen, genau. Das ist ja jetzt die 3. Woche. Das heißt, ich habe 2 Wochen bzw. 2,5 Wochen Mega Adventure, HoloX und Koromon aufgenommen. Weil tatsächlich ich einfach aus Erfahrung weiß, und das soll jetzt wie gesagt nichts Negatives sein, so, weil ich will von diesem Thema weg. Ich weiß aber, dass es einfach keine Rolle spielt. Wir müssen, by the way, mehr Kämpfe mitnehmen. Ich nehme einfach mal diesen Kampf auch mit. Weil tatsächlich ein bisschen underleveled sind, so gesehen. Also sind noch ein paar mit den Trainern, aber ja, mit so einem Trainer, der nur ein Pokémon hat, der wird wahrscheinlich höher sein als wir, oder? Und das ist so ein random Trainer-Level. Ja, 20. Dachte ich mir schon. Ist okay. Zermürben. Pulverschnee. Natürlich crittet er uns, klar. Warum auch nicht? Aber ja, ich nehme im Voraus auf, weil ich einfach weiß, dass es keine große Rolle spielt. Wir sind jetzt nicht so groß, dass ich unbedingt immer live aufnehmen müsste, beziehungsweise eventuell höchstens für 2 Tage pre-recorden kann. Dass wir Kommentare reinkriegen, dass jeder ein Pokémon sein möchte oder dass ich irgendwas übersehe oder was weiß ich, weil das einfach nicht geschrieben wird, so. Also, wo ich das jetzt gerade aufnehme, ist, glaube ich, die 2. Folge online? Ich weiß es nicht, aber 2 Minimum, denke ich, ja. Und dann gab es schon Kommentare und da bin ich auch mega zufrieden mit und das ist richtig cool. Und da wurde auch gesagt, geil, cooles Overlay, also sickes Overlay, geiles Intro, geiler LP-Start, bla bla bla. Und man freut sich darauf und endlich kommt HoloX und so. Und das ist ja auch alles cool und das freut mich ja auch. Ne? Ihr wisst ja, Kommentare schätze ich viel mehr als Abo-Zahlen oder so, was auch an sich eine gute Einstellung ist, aber man möchte auch wachsen. Und worauf ich hinaus möchte ist, wir sind halt noch nicht so groß, dass eine Menge Leute kommentieren. Ich weiß nicht, ob wir hier schon einen Encounter hatten. Da habe ich jetzt keine Ahnung von, wenn ich ehrlich bin. Aber ich nehme das Pokémon, glaube ich, einfach mal mit. Selbst wenn es eine Kampfattacke könnte. Wir sind halt fucking Relaxo, juckt nicht.
Und dann durch sollten wir, glaube ich, ein Level-Up kriegen. Ja, wir sind halt einfach nicht genug Leute. So, dass es wirklich mattert, weil dann kann ich auch voraufnehmen, hab ein bisschen Ruhe, kann dann auch, wenn ich mal streame, in Ruhe streamen und ja, mich auf andere Sachen vorbereiten, konzentrieren, bla 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 und so. Hauptsache, ich liefere konstant. Ah, hier müssen wir runter, ne? Genau, und dann hier. Okay, question mark. Was auch immer das war gerade, keine Ahnung. Ja, kann dann mich in Ruhe auf andere Sachen nebenbei konzentrieren. Ja. So ist es einfach. Und nicht anders. So, können wir da irgendwie rüber? Ne. Okay. Warum man hier auch immer nicht irgendwie nach rechts unten oder links oben oder desgleichen oder so springen kann? I don't get it. Warum das immer noch nur oben, unten, links, rechts ist? Verstehe ich nicht. Aber Friends, falls ihr bis hierhin schaut und dieses Projekt feiert, lasst dem Video, dem Projekt, doch einen Daumen nach oben da. Der Trümmerer, by the way. Das hilft legit mich. Es hilft mich. Ja, alles klar. Es hilft mir, beziehungsweise dem Channel sehr. Wirklich, es ist unterschätzt mit dem Wachsen. Es hilft dem Video, mehr Aufmerksamkeit zu kriegen, wenn ein Video mehr Likes hat. Oder tatsächlich auch Dislikes. Ja. Eigentlich wollte ich das gar nicht aussprechen, weil falls es irgendeinen Spaß sehen sollte, disliken die nicht mal mehr. Ist zwar crazy, aber Dislikes pushen ein Video auch. Ich verstehe dieses System eh nicht, aber egal, anderes Thema. Ja, falls es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, falls nicht, dann nicht. Und falls ihr mich hasst, dann whatever, lasst einen Daumen nach unten da. I don't care, to be honest. Ja, so ist es. Ich wollte noch irgendetwas ansprechen, ich habe aber tatsächlich wirklich legit vergessen, was es ist. Deswegen, scheiß drauf. Habe ich schon Frage des Tages angesprochen? Ich glaube nicht, ne? Oh, machen wir gerade, ja, machen wir heute die Frage des Tages mehr so, Analysen. Kackdingens, beziehungsweise ein bisschen so auf statistische Basis, glaube ich, würde ich fühlen, würde dann auch heute zum Video passen. Das Video ist eh ein bisschen weird, Commentary-mäßig, finde ich. Kann vielleicht nicht so sein, wenn ich es mir im Nachhinein wieder reinziehe beim Editieren oder so, aber ich glaube, es ist ein bisschen weird, Commentary-mäßig, aber ist okay, darf mal weird sein. So, wir werden hier angeln, werden uns den Encounter snacken und dann werden wir gleich auf zur Höhle gehen und die Magma in den Arsch treten. So, ja, aber Frage des Tages wird dann sein, wie seid ihr auf dem Channel gestoßen? Beziehungsweise, was findet ihr auf dem Channel gut und was findet ihr nicht so gut? Was meint ihr, könnte ich eventuell verbessern? Was sollte ich vielleicht weglassen oder in Zukunft weniger ansprechen oder was weiß ich? Wisst ihr, was ich meine? Einfach Feedback. Oder vielleicht seid ihr auch, rundlos? Sagt man rundlos zufrieden? Oh mein Gott, ein Algit. Das ist ein richtig guter Encounter, meiner Meinung nach. Damn. Okay. We take those. Pokéball it in, man. Ach, come on, Alter. Come on. Das wäre sick gewesen. Okay, das ist jetzt relativ egal. Es ist Level 15, wir sind 18. Ein Zermürben würde nicht killen. Ich mache aber mal einen Tackle. Ich bin auch am Überlegen. Links von uns war noch eine Himmelstrainerin und wir haben zwei Flug-Pokémon. Ob ich die Trainerin eventuell mache oder... Nee, komm, wir skippen die. Wir werden direkt in die Höhle gehen, wo Team Flair auf uns wartet. Werden da einfach halt mit den Trainern leveln und was weiß ich nicht alles. Und dann werden wir gucken, wo wir rauskommen vom Level her. Weil ich glaube, wir müssen Level 26 oder 27 sein. Ich glaube aber 27 für den Arena-Leiter. Und in der Arena selber gibt es noch, oder selbst, noch 5 oder 6 Trainer, glaube ich.
Das heißt, wenn wir bis dahin 24 erreichen, sollten wir Gucci sein. Also mit 24 kann ich leben. Alles darunter ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Ich nenne es Felu. I don't know. Das ist irgendwie ein cooler Name. So. Dann haben wir Felu, chillt auf unserer Box. Sind hier eigentlich Items, weil es so leuchtet? Oder ist es nur Deko? Es ist nur Deko, I see. Okay, gut. Dann geht das weiter. Boys and Girls. Wir haben auch Zertrümmerer, aber Zertrümmerer können wir wahrscheinlich erst nach dem Orden einsetzen. So, Eigentlich freue ich mich. Ich freue mich auf dieses Projekt. Ich wünsche nur tatsächlich, es würden mehr Creator diese Projekte aufnehmen. Aber gut, es ist wie es ist. Es ist wie es ist. Und für die Leute, die sich vielleicht fragen, weil in letzter Zeit spiele ich ja, ich würde nicht sagen oft oder nur Hex oder so, also ja, irgendwie schon so, aber irgendwie auch nicht. Ich war auch am Überlegen, die, sag ich mal, in guten Hex in Anführungszeichen zu spielen. Ist nicht so, dass dieser Hex scheiße ist. Wird immer nur so aufgefasst, weil, egal, anderes Thema, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Weil man sich einfach noch keinen Namen gemacht hat und gefühlt eine große Hand an Pokémon Hex scheiße waren, aber es nicht mehr sind. Egal. Wir haben hier auch wieder Encounter. Ich hoffe, irgendwas Geiles. Bezüglich der in Anführungszeichen guten Hex, so Renegade Platinum, keine Ahnung, Blaze Black oder Sacred Gold oder Ultra Gold oder Moon Black oder so. Ein Stahl-Pokémon. Ich glaube, haben wir noch nicht. Coverage-technisch ist okay. Allein die wilden Pokémon sind mit uns on par, Alter. Crazy. Ich weiß nicht, ob ich die mal spielen möchte. Also irgendwie schon, aber ich weiß nicht, ob ich das als Video mache oder als Livestream oder ob ich die überhaupt anfasse. Weil die sind wirklich schwer. Und nicht, dass ich Angst davor hätte oder so. Nur was ich gesehen habe, ist es halt, ich weiß nicht, ob das bei jedem von den Hex zutrifft, aber es ist komisch schwer. Ich nenne es, by the way, Junior. Keine Ahnung warum. Vor allem, wenn es sich entwickelt, passt es nicht mehr, aber ist okay. Es ist halt so unnötig schwer. Ich glaube, das ist das Wort, was ich suche, weil ich habe mir ein paar Videos reingezogen und auch ein paar Streams und so diesbezüglich, und manche Sachen sind halt irgendwie total dumm in meinen Augen, aber gut, wie zum Beispiel bei Renegade Platinum, was einige Leute aktuell als Videos bringen oder als Stream, Bruder Deutsch. Sowohl als auch, so eher gesagt. Da finde ich es halt ein bisschen weird, dass die, what the fuck, Alter, diese Steuerung. Die Custom-Kämpfe, die ins Game ja gescriptet wurden, 100-mal schwieriger sind als die Base-Kämpfe, in Anführungszeichen, die es schon in-game gibt. So was ich gesehen habe und von dem, die es dann gezockt haben, haben auch das Gleiche gesagt. Aber was ein bisschen komisch ist, ich finde, wenn man schon einen Schwierigkeitsgrad macht und das Game wirklich hart machen möchte, dann sollte man jeden Kampf so hart wie möglich machen, meiner Meinung nach. Natürlich kann man Ausnahmekämpfe machen, aber das, was ich halt gesehen habe, dass dann legit ein Custom-Kampf kommt und der dich gefühlt deine Familie kostet, legit. Und dann kommt da ein wichtiger Kampf gegen, keine Ahnung, irgendeinen Admin-Mitglied oder einen Boss oder so von, ja, ne, füge Ganoven-Gruppe hier ein oder Arena-Leiter.
Und der ist dann so ein halber Pushover. Nicht ganz, natürlich, klar, aber im Großen und Ganzen viel einfacher als die Custom Fights. Dann denke ich mir, hi, keine Ahnung, das kann ich irgendwie nicht fühlen und das weiß ich nicht, wie man das fühlen kann. Aber das ist jetzt zum Beispiel bei Renegade Platinum so. Bei zum Beispiel Rising Ruby und Sinking Sapphire, was ich da gesehen habe, das hat mich komplett irgendwie weggehauen. Also nicht, weil da was Krankes gesehen habe oder so, das hat mich halt weggehauen, weil mich das geflasht hat, dass diese Games so gut ankommen, obwohl das irgendwie kinder Bullshit ist. Also, wir können das Schild von hier lesen. Macht Sinn, aber irgendwie, naja, egal. Was ich damit meine, by the way, hier ist auch wieder ein Encounter. Ich gehe mal an Berti, damit können wir, glaube ich, am besten schwächen und so. Was ich damit meine, ist tatsächlich, ich habe jetzt nicht zu viel gesehen. Ich habe aber einen Stream gesehen, da war der Dude in der zweiten Arena und das ist ja eine Kampfarena. Und da war ein Makuhita, was einfach Surfer benutzt hat. Erstens, Makuhita Surfer, I don't know. Es kann sein, dass es das lernen kann, aber... Oh mein Gott, das ist ein Poggers Encounter. Das ist wirklich ein Poggers Encounter. Elektroboden plus Sandsturm. Oh my goodness, das ist richtig Poggers. Ich müsste mit Berti raus, aber ich werfe einen YOLO-Ball, Trademark bei mir. Junge, der Encounter, den nehme ich sehr, sehr gerne mit. Ehre. Ehre. I love you. Ich werde dich, glaube ich, vielleicht auch ins Team mitnehmen. Für die Arena, denke ich, könnte es ein Poggers Encounter werden. Denke ich. Ich meine, Bullock ist cool und so. Aber es kann halt noch nichts. Doppli nenne ich es einfach wegen normalerweise Doppelgänger. Ist, glaube ich, ein cooler Name. Es kann aber nichts. Und ich habe ja gesagt, wir brauchen Doppelflügel und natürlich die anderen Attacken. Das Problem ist, in Hollow X dachte ich mir, Doppelflügel ist wirklich kinda strong. Und ich lasse es auf Ende 20 bzw. 30. Und jetzt im Nachhinein, das tut sehr weh. Es geht eigentlich. Jetzt im Nachhinein bereue ich es fast sogar, dass ich es gelassen habe, weil das zu spät ist für diese Pokémon. Ja. Das heißt, Tauboga ist kein weil wir Rentata im Team haben, der 100 Mal mehr Work macht und auch Doppelflügel lernt. Vielleicht sogar früher. Müsste ich nochmal nachschauen. Schöner Crit, by the way. Ja, deswegen werde ich, glaube ich, Doppeli reintun und Bullock erstmal auf die Bank. Dann können wir es Ende 20, wenn wir es brauchen, nochmal rausholen, glaube ich. Ist, glaube ich, eine gute Sache, so Granitstein. Ich weiß auch, dass es hier Dunkelklau gibt. Das werden wir uns definitiv auch noch snacken. Definitiv. So, wir müssen da lang. Da lang. Und kommen wieder raus. Castador. Ja, den hätte ich jetzt nicht so gefühlt, den Encounter. By the way, mir fällt gerade auf. Ich glaube, wir haben gar kein Feuer-Pokémon, ne? Ne. Nicht wirklich. Na gut, egal, wir gehen in Rentata. Aber ja, zurück zu diesem ROM-Hack-Thema. Ja, keine Ahnung, manches fühle ich irgendwie nicht, aber irgendwie fühlt es, sag ich mal, die Mehrheit. Keine Ahnung, sonst wären sie ja nicht so urbeliebt und I don't know, ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich es selbst einmal testen, aber irgendwie ist es schon sehr, sehr weird. Wenn ich Makuhita mit Surfer sehe, ist es schon... Etwas weird. Katzfurie. Wie macht das Base? 18. Kratzer macht 40. Ich mach Heuler weg, weil ich glaube, wir werden auf Berti nie Heuler drücken, glaube ich. Ich könnte auch Berti für Doppli auswechseln. Das wäre auch eine Option, weil Berti ist jetzt wirklich nicht krank. Gut, hier holen wir uns auf jeden Fall Dunkelklaue.
Ah, mal schauen, was ich austausche. Mal schauen. Sonnenfell. Psychogestein. Das ist auch nicht bad. Das ist definitiv auch nicht bad. Wir gehen wieder in Jay. Wenn es jetzt Explosion drückt, dann rest in peace, Alter. Konfusion, ja, okay. Ganz moderaten Schaden. Steinpolitur. Ich glaube, ich muss mit Diebeskuss angreifen dann. Maybe. Ist die Frage. Beides ist Stab. Diebeskuss ist aber speziell und wir sind auch speziell. Ich glaube, unser physischer Angriff ist keiner. Oder? 30 zu 36. Gut, das ist jetzt nicht so viel. Kann ich auch Rankenhieb drücken, weil effektiv und so. Feuerwirbel. Okay, wir drücken einmal einen Liebeskuss. Ich habe Angst vom Feuerwirbel. Zyvel, okay. Minroll, Minroll, Minroll. Das war definitiv Highroll. Aber wir snacken uns die HP. Das war ein Crit. Das ist okay. Nimm Schmidt. Sind dadurch dann auch Level 18. Nice, nice, nice. So. Und dann gib uns mal die schöne Dunkelklaue. Jawohl. Fühle ich. Er kann die, by the way, lernen. Würde mich auch interessieren. Berti könnte die lernen. Wäre wieder Coverage und ist eine sehr starke Attacke. Der Trümmerer könnte... Specky könnte Trümmerer lernen. Schutzschild müssen wir definitiv auch noch beibringen demnächst. Zerschneider. Könnten wir eigentlich Jay beibringen? Obwohl. Wir geben Zerschneider mal Berti. Einfach wegen der Coverage. Glaube ich. Und es ist eh besser als Kratzer, meiner Meinung nach. Oder als Kratzfurie sogar. Ja. Dann haben wir auch Zerschneider. Ich könnte es Jay beibringen, aber ich glaube, es ist Verschwendung. Deswegen lasse ich es. Und Zertrümmerer könnten wir Specky beibringen. Wobei Zertrümmerer nur 40 macht. Könnte eine Verschwendung sein. Wen haben wir on Lead? Berti mit 20. Ich glaube, wir hauen Markierer nach vorne. Hier sind sehr viele Gestein-Boden-Pokémon oder so. Ein Lavita! Das wäre richtig cool. Ich meine, wir hätten es safe auf die Box packen müssen. Aber es wäre richtig cool als Backup. Well, es hat sich ausgetat. Ist okay. Ist okay. So, Friends. Ich würde aber tatsächlich auch sagen, wir machen hier einen kleinen Cliffhanger. Ist auch schon Zeit, wieder die Folge zu pausieren. Friends, ich hoffe wirklich, 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 das Projekt gefällt euch. Vielleicht sogar die veränderte X-Version. Falls ihr Bock habt, ne, auf dieses Projekt oder auf die, keine Ahnung, veränderte X-Version, falls ihr sie feiert oder was ihr seht, findet ihr richtig wirklich geil. Joint einfach unseren Discord-Server, Link ist in der Beschreibung. Da gibt es mehr Informationen bezüglich HoloX. Oder falls ihr auch irgendwelche anderen YouTuber oder Streamer kennt, Größe ist vollkommen scheißegal. Ihr könnt ihr fragen, ob die Bock haben, dann könnt ihr die Trailer zeigen oder ihr könnt auf dieses LP verlinken oder was weiß ich. Ne, und falls sie das zocken möchten oder so, würde mich sehr, sehr freuen, wenn man das Wort ein bisschen spreaden würde. Müsst ihr nicht, wirklich müsst ihr nicht. Ist nur, wenn ihr möchtet und ihr das feiert oder so, wäre cool. Ansonsten, Boys and Girls, das war's. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, das Support ist kein Mord. Abonniere nicht vergessen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns Freitag wieder mit HoloX. Ja, Freitag. Also, mach's gut, ich bin raus. Peace.